Guten Morgen. Leib haben wir schon vor, dann nur Jesu, meine Dir, ich danke dir für deine Leib. Ich danke dir für diesen Tag und ich bete, dass du uns durch dein Wort die Sterne dir bringst. Ich habe uns vollstritt vertrauen. Ich habe uns in gehorsamen Tod. Und ich habe uns dem Fallen ernst, dein Wort hier herrschen. Wenn es dort ist, wo er leib. Im Namen Jesu. Amen. Jetzt sage ich dem Vers 13 von Kapitel 23, erspare deinem Kind die harte Strafe nicht. Ein paar Hiebe werden es nicht umbringen. Im Gegenteil, du rettest sein Leben damit. Diese bibelfahrhafte Gesellschaft von Duschen nach Bittgelast. Die meisten Menschen leben besser zu weit als die Bibel. Aber wie sei das ohne Frucht, dass wenn man nicht nur die Bibel sich recht, in Tischlaub ist, einer seine Tschänge versteht. Ich lese das nochmal. Erspare deinem Kind die harten Strafe nicht. Ein paar Hiebe werden erst nicht umbringen. Im Gegenteil, du rettest sein Leben damit. Mein Sohn, wenn du weise bist, dann freue ich mich darüber. Wenn das auch deine Worte zeigen, bin ich glücklich. Also, der Weisheit sollte seine Sahne in uns deine und in uns rede. Also, Weisheit wird nicht wörtlich fruchthaft, wird nicht, wo das nicht zu sein ist. Das ist nicht wörtlich Weisheit. Ereifere dich nicht über Menschen, die Schuld auf sich laden. Also wie soll uns da nicht an wenn Menschen, die in Sünde leben und trotzdem Erfolg haben, auf dem wirtschaftlichen Gebiet oder finanziellen Gebiet, da sollen wir uns nicht wenn an ihre, sondern eifere danach, Gott zu gefallen. Bevor vielleicht man sich mit anderen als jeweilig und für sie die ihre falsche Sache auch zu drüben an dem am Erfolg zu haben. Und Gott sagt uns, wenn wir übere, dann sollen wir übere durch den Gott gefallen. Dann hast du eine gute Zukunft und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht. Aber wenn der Mensch doch fehlt, dann lasse ich daran bemühen. So viel vielleicht man sich mit Menschen, die da sind, oberflächlich lebhaft. Und man verjagt, dass das Allerwichtigste auf dieser Erde ist, dass wir nach Gottes Wille leben, dass wir Gott gefallen, dass wir Gottes Schöner sind. Dass wir mal dann wirklich eine gute Zukunft in Hoffnung haben. Dann wird unsere Hoffnung nicht enttäuscht, sagt er. Herr, ich bete daran. Halb doch dort, wie dort wird, wo was wirklich wird. Herr, das Irdische auch zu wenig wird. Halb dort, wie uns damit nicht verändern, sondern dort, wie alles dran sollte für das Ewige, was wirklich wird. Dort, wie uns wirklich uns bemühen, durch ein Licht, die zu gefallen, die zu herrschen, die zu leben, die zu tschanen. Und dort, wie ich unsere Tschänge dort lehre, dort bitte ich im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche den Schein da.